Hey Leute, was geht ab? Mein Name ist Shigin David und ich heiße euch ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute ist es tatsächlich soweit, meine Haare werden dunkel. Ich werde ab heute keine Blondine mehr sein. Von euch war die Idee, ihr habt abgestimmt auf Insta-Story. Ich habe gefragt, ja oder nein, und so viel Prozent haben dafür gestimmt und so viel dagegen. Ich denke, das ist ein eindeutiges Ergebnis. Das letzte Mal hatte ich dunkle Haare, als ich 17 war. Das ist sehr, sehr lange her. Einige haben gefragt, ob ich Lust habe, mir eine Perücke aufzusetzen, aber ganz ehrlich, ich will diese dunkle Farbe bis in meine Haarwurzeln spüren. Ich will keine Perücke oder irgendwas. Ich will einfach morgens aufstehen und dieses Gefühl haben, ich bin brünett. Shirin war immer Blondine. Sie hatte kurz ein paar Perücken auf, die waren aber nicht sonderlich gut gemacht und deswegen sah es ein bisschen komisch aus. Aber ich möchte unbedingt dunkle Haare haben. Oh, ich freue mich so. Wow. Hast du Kontaktlinsen drin? Nein, aber vielleicht ist das der Lidschatten. Das ist der Lidschatten. Geil, macht dir so richtig hell die Augen. Voll. Nice. Ich dachte so, voll. Und dann noch das, Petrol dazu. Also Leute, das ist Abjai und wir werden heute meine Haare gemeinsam dunkel färben. Ich bin aufgeregt, er hat die Haare schon vorbereitet. Und wie dunkel werden wir? Dunkel. Wir werden aber wirklich. Aber natürlich so ein bisschen an den Kissen. God damn! Es wird spannend, ihr seid heute live dabei. Also Leute, Abjad und ich haben uns gerade nochmal besprochen. Und zwar hat er mir erklärt, dass ich 1,8% Tönung bekomme. Das ist nichts. Und wahrscheinlich wird das auch so sein, dass sich das Ganze beim ersten Waschen schon rauswäscht. Und deswegen, ich bin ja immer ganz oft hier. Ich bin wirklich mindestens einmal die Woche hier, wenn nicht sogar öfter. Und deswegen sind meine Haare in den besten Händen. Ich habe, oh Gott, ich freue mich, ich bin richtig aufgeregt und ich weiß ganz genau, wie es ist, wenn man wieder dunkel wird. Man steht morgens auf, man denkt, warum bin ich blass, man muss sich mehr schminken, habe zumindest ich das Gefühl. Viele Mädels von euch haben mir geschrieben, dass es gar nicht so ist und viele sagen auch, irgendwie muss man sich weniger schminken. Ich werde meine eigenen Erfahrungen machen. Wie gesagt, ich war das letzte Mal braunhaarig und es war wirklich nicht so dunkel. Doch, es war schon dunkel. Also das ist wirklich lange her. Es ist jetzt 5 Jahre her, fast 6 Jahre. Ich bin jetzt bald 23. Ich habe bald Geburtstag. Ich glaube, der spannendste Moment wird definitiv sein, wenn ich die Farbe auf meine Haare auftrage. Das wird auf jeden Fall sehr, sehr, sehr gut. Ich liebe es, wenn ich neue Haare habe, mich dann zu schminken, mich zu stylen, meine Outfit zu planen, weil die sind verdammt wichtig. Und ich frage mich auch generell, was für Farben ich dann tragen werde, wie ich mich schminken werde, ob ich was verändern werde. Auf jeden Fall werde ich jede Woche in der Sprühbräune hängen. Safe. Solarium ist bei mir nicht. Ich werde nur rot. Und ich muss auch dazu sagen, dass mein Papa nicht wirklich dunkel war. Also mein Papa ist ein ziemlich heller Iraner. Deswegen bin ich halt eben so hell. Ja. Das hier ist meine Naturhaarfarbe. Ich bin braun von Natur aus, aber ich glaube, es wird ein bisschen dunkler als das. Ich habe halt kein dunkles Braun, ich habe so ein helles Braun. Ich glaube, das allererste Mal blond habe ich meine Haare mit, ich glaube, das war dann eben mit 17 gefärbt. Und seitdem war ich dann auch eigentlich immer durchgehend blond. Und deswegen wird es ganz, ganz krass, weil das Ding ist, eine Perücke ist immer ein bisschen ein anderes Feeling. Ich hatte noch nie eine ganz gut gemachte Perücke in Dunkel drauf. Also wir hatten gut gemachte Perücken in verschiedensten Tönen. Aber ich hatte nie eine natürliche, dunkelbraune Perücke. Und deswegen habe ich dieses Feeling nicht gehabt. Ich habe einfach Bock auf dunkle Farbe auf meinem Kopf. Ich will gucken, ob ich mich jetzt fühle, weil ich sehe jetzt auch ein bisschen anders aus als vor 5 Jahren. Jeder hat seine favorisierte Methode. Die einen stehen voll auf Bondings, die anderen stehen nur auf Tapes. Und ich hatte immer Bondings und ich habe hier in Berlin das erste Mal Tapes ausprobiert. Und seit ich diese Tapes habe, ich sehe meinen eigenen Naturglanz in meinen Haaren. Also ich sehe richtig, dass mein Haar irgendwie aufgeht. Es ist einfach für mich viel, viel schonender. Ich fühle mich wohler damit. Es verfilzt irgendwie nicht. Das Einzige, was passieren kann, ist, dass es mal rausrutscht. Aber damit habe ich weniger ein Problem, als wenn die Haare einfach mies verfilzt. Und ich glaube, wenn ich so krass verlängere und so krass verdichte, dann lohnen sich einfach Tape-Extensions mehr als Bondings. Bondings lohnen sich wahrscheinlich für die Mädels, die ein bisschen auffüllen, ein bisschen Länge brauchen, ein bisschen mehr Volumen möchten. Aber wie gesagt, Tapes muss man definitiv öfter erneuern. Aber jeder hat halt eben seine Methode und ich bin seit 6 Monaten meinen Tapes treu und bin auch sehr, sehr zufrieden damit. Und wir werden heute natürlich auch wieder mit Tapes arbeiten. Die Länge wird 40 cm sein, also eine gute, stabile Länge. Das heißt, ich kann wieder meine Haare schmeißen. Also Leute, alle Extensions sind raus, falls ihr mal sehen wollt, wie meine Naturhaare im Moment sind. Sie sprießen, im wahrsten Sinne des Wortes. Ich habe meine Haare so seit, weiß ich nicht, ich weiß wirklich nicht, wann ich sie das letzte Mal so gesehen habe. Und jedes Mal, wenn ich hier bin und meine Haare komplett rausnehme, sind wir alle wieder geschockt, wie sie nachwachsen. Sie wachsen wie Kraut.
Und ich schwöre euch, das kommt von diesen Tape-Dingern. Weil du einfach deine Haare nicht mit rausziehst und weil das nicht verfilzt, weil die einfach darunter ganz, ganz schonend nachwachsen können. Ich habe zum Glück von Natur aus Volumen auf meinem Kopf. Also das Haar an sich ist ein dickes Haar. Weil Gott weiß, wenn ich wirklich von Natur aus dünne Haare hätte, ich glaube, dann hätte ich sie nicht mehr auf dem Kopf. Jetzt kommt gleich mein Make-up ran zum Vorschein. Jetzt kommt ganz, ganz viel Pflege drauf. Weil mit den Tape-Extensions ist es nicht so vorteilhaft. Wenn man viel Pflege reinmacht, dann rutschen die ganz, ganz schnell wieder raus. Und jetzt wird erstmal richtig durchgepflegt, dann geht's weiter. Oh, diese Kopfmassage, das ist immer das Beste. So Leute, ich habe jetzt diesen sexy Toolband auf meinem Kopf und jetzt lassen wir die Pflege 20 Minuten einwirken, dass die Pflege richtig bis in meine Gehirnwurzel reingeht. Danach wird die Pflege dann ausgewaschen und dann... Nee, föhnen wir dann erstmal und dann kommt die Farbe rauf? Dann oder? Wird ausgewaschen und dann kommt direkt die Farbe rauf. Also aufs nasse Haar. Oh. Okay Leute, es geht gleich los. Und ich zeige euch jetzt erstmal mit meinem Urban-Tutuban, wie es hier denn so aussieht. So, hier darf man immer sitzen. Das ist eben dieser wunderschöne Raum hier. Hier ist noch ein Make-up-Tisch mit super, super viel Make-up, super, super gutem HD-Licht. Hier ist dieser unglaublich sexy Stuhl mit einem unglaublich geilen Massage-integrierten Sitz in diesem Stuhl. Und da ist eben das Waschbecken. Und das hier ist der Kuhdamm, Freunde. Also unfassbar geil. Du bist hier quasi direkt zentral. Das ist übrigens mein Outfit of the Day, ein Nike-Anzug. Weil ich wusste nicht genau, wie ich mich heute anziehen soll. Weil ich mir so dachte, gut, du hast eine komplett neue Haarfarbe. Dann musst du doch erstmal darauf achten, welche Farben hier stehen und welche nicht. Und deswegen dachte ich einfach, ich mache heute einen ganz schlichten schwarzen. Dass, falls Farbe raufkommt, ich mich nicht bekleckere. Also ich habe schon mal vorgesorgt und mitgedacht, Freunde. Dieser Raum hier ist sozusagen im ersten Stock und unten ist eben das Erdgeschoss vom Salon. Wenn ich halt ungeschminkt komme, was ich eigentlich immer bin, und ich stehe halt echt nicht auf Bilder von mir ungeschminkt. Ich feiere mich schon, aber ich muss keine Full-HD-Bilder von mir ungeschminkt sehen. Das muss einfach nicht sein, Freunde. Deshalb ziehe ich mich dann gerne hier zurück, weil ich dann auch einfach nicht Leuten sagen will, ey, ich bin ungeschminkt und ich habe gerade keinen Bock, Bilder zu machen. Was aber auch durchaus mal vorgekommen ist. Ich bin halt Perfektionistin und da muss der muss einfach nicht sein. Deswegen, hier oben ist der perfekte Ort, um ungeschminkt seinen Seelenfrieden zu haben. Und ich kann es kaum abwarten und ich hoffe einfach so sehr, dass ich nicht nach 3 Tagen die Schnauze voll habe, dass ich morgens wach werde, mein ganzes Leben verfluche, meine ganze Sippschaft verfluche und sage, Shirin, warum hast du das getan? Ich habe auch gerade schon zu Abdul gesagt, ganz ehrlich, immer wenn man kurz davor ist, seine Haare zu färben, egal in welche Farbe, man findet auf einmal die aktuelle Haarfarbe, die man auf dem Kopf hat, wunderschön. Und dann fragt man sich, warum mache ich das? Und ihr wisst, Mädels, ihr wisst, wenn du einmal blond bist, du kommst immer wieder zurück auf blond. Und deswegen bin ich sehr gespannt, wie lange es diesmal bei mir halten wird, bis ich keinen Bock mehr habe auf diese dunkle Farbe. Ich bin wirklich so verdammt aufgeregt. Ich habe schon gerade gesnappt und euch Bescheid gesagt, damit ihr auf dem Laufenden bleibt. Ich bin an Perücken gewöhnt. Ich kenne es nur, dass man seine Haare radikal mit Perücken verändert. Und mein eigenes Haar verändern tue ich eventuell in meinen Blondtönen. Es wird da mal kühler, es wird wärmer, es wird aschig warm, es wird warm aschig und kühler. Aber das war's. Oder mein Ansatz wird ein bisschen heller. Und das war's. Aber so. Und ich bin mir sicher, ich werde es fühlen. Aber wie gesagt, wieder, weißt du, heute ja, in 3 Minuten nein, in 2 Sekunden ja, dann wieder nein. Wirklich. Widder sind der Widerspruch auf 2 Beinen und Widder sind verdammt launisch. Deswegen, ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, wie es mir gefallen wird. So, ich hatte nicht gerade so 20 Minuten komplett für mich alleine. Nein, jetzt braucht sie noch mehr Zeit. Jetzt muss sie noch ein bisschen klarkommen. So, dann tun wir das jetzt erstmal gründlich auswaschen. Das ist jetzt die Pflege. Richtig. Die wir so lange drauf hatten. Genau. Also wenn die Farbe einmal drauf ist, dann gibt es kein Zurück mehr, Freunde. Das ist der Top. Voll mit Farbe, also Tönung. Ich wollte ihn gerade angucken, wie er so aussieht. Aber er sieht gar nicht dunkel aus, ne? Nein. Krass, und dass er auch auf die nassen, also dass die Tönung auch auf die nassen Haare. Ja, weißt du, Tönung vergleicht man auch in unserem Business mit einer Pflege. Also eine Tönung, wenn die wirklich eine Tönung ist, darfst du dir auch echt ohne Shampoo auswaschen, weil die Tönung gibt dir ja Glanz und Intensivität etc. Wirklich? Ja. Krass. Ja, eine Tönung schadet dem Haar nicht, wenn es eine richtige Tönung ist. Wie dunkel wird es? Können Sie bitte Ihre Einschätzung abgeben? Also es wird schon dunkel. Es wird ein intensives, dunkles Braun. Also sehr nah zu deiner früheren Haarfarbe, liebe Shirin. Ja, ich werde richtig nervös, weil ich denke die ganze Zeit, wann kommt diese Farbe jetzt auf mich? Sie kommt genau jetzt drauf. Hast du alles drauf? Ich habe alles drauf. Ah!
Oh mein Gott. Na. Das war's, Leute. Das war's. Sieht das jetzt, bilde ich mir das ein, dass es dunkel ist, oder ist das nein, das ist dunkel jetzt. Schau mal. Es wird jetzt langsam die Dunkelheit durchkommen. Gott, ich freue mich so. Ey, nicht, dass ich dann für immer dunkel bleiben will. Ich sag nächste Woche ab, schon mach meine Haare schwarz. Mach es einfach bitte nicht, okay? Ignoriere mich einfach. Das jetzt erstmal schön einwirken. Mhm. Wie lange ungefähr? Circa 15 Minuten. So kurz? Genau. Krass. 15 Minuten. Und dann kommt nochmal eine spezielle Pflege. Ich benutze die Kamera gerade einfach nur als Spiegel, um zu gucken. Es interessiert mich überhaupt nicht, wie es aussieht, aber ich will einfach nur gucken. Okay. Dankeschön. Eine wunderschöne Einwirkzeit. Ich glaube, das wird Ihre krasseste Einwirkzeit ever sein. Oh, zu viele Vibes hier, zu viele Energien, zu viel Aufregung. Es sieht so dunkel auf meinem Kopf aus und ich mag es. Ich mag es verdammt gerne. Oh, die Haare werden lang. So, gleich kommt es durch den Vorhang. Das dauert vielleicht noch kurz. Oh Gott, oh Gott. Ah! Oh mein Gott. Oh, ja, oh mein Gott, sie sind so dunkel. Oh mein Gott, das ist nicht schwarz? Oh mein Gott, das ist so dunkel. So dunkel werden meine Haare. Mhm. Oh mein Gott, das ist so dunkel. Ja. Oh mein Gott, ich schwöre, ich hatte kurz ein bisschen Angst, dass es zu hell wird, aber nein, das ist verdammt. Deshalb oh, ich ja. Das sind Haare, Leute, das sind Haare. Geil. Richtig. Ey, geil, Mann, das ist richtig dunkel. Ich bin schock. Mein Gott, ich brauche neue Outfits, ich brauche neue Schminke, ich brauche neue Klamotten, ich brauche neue Inspiration, ich brauche neue Nägel. Das verstehe ich unter einem dunklen, intensiven Raum. 20 Minuten später. Das ist so dunkel. Seht ihr, wie dunkel das geworden ist? Gott. Ey, ich habe richtig Bock auf diesen rassigen Film. Ich habe richtig Bock. Ich will jetzt nur so Latino-Musik hören und ausrasten. Anscheinend komme ich mal raus. Denkt sich, was mit der ist. Und danach machen wir noch so eine Verlängerung. So lang werden diese Haare sein. So. Dann waschen wir doch mal runter. Ich bin einfach dunkel und verschmiert. Aber ich bin einfach dunkel. Seht ihr das? Oh mein Gott. Jesus Christ. Also Leute, den Struggle kennt ihr bereits schon von mir. Diesen wunderschönen Rand. Diese natürliche Hautfarbe. Ja. Bitteschön. Vielen Dank. So Leute, die Farbe ist auf meinem Kopf. Abjad hat gerade vorgeschlagen, dass ich mich nicht selbst sehen darf, dass wir mich umdrehen und dass das dann eingearbeitet wird und ich erst am Ende sozusagen sehe, wie das Ergebnis dann tatsächlich geworden ist. Ich stelle euch jetzt mal gleich auf und wir sehen uns gleich. Ich finde dich nämlich schon mal. Okay. Oh mein Gott. Oh, die Farbe ist so schön. Oh mein Gott, das ist so schön. Okay, es ist... Oh mein Gott, ich bin richtig dunkel. Aber gleich kommt noch ein Oh, Hammer, oder? Oh, geil. Du hast dich jetzt aber noch nicht bereit gemacht, ne? Weil es kommt noch eine Pflege rein. Okay. Diese intensivere Pflege. Okay. Mehr Zeit und alles gut. Ich habe es nur ungefähr von der Einstellung angeschaut. Super. Ich muss es mir kurz eine Strähne durchföhnen. Okay. Und dann kommt gleich noch mal eine kleine Pflege. Einfach dunkel. Oh mein Gott, von der Seite siehst du aus. Aber krass, Alter. Super, genauso wie ich es wollte. Und jetzt kommt noch die Phase 2. Der Chef ist zufrieden mit der Haarfarbe. Und ich bin es auch. Dass man sich so schön fühlen kann mit ungefüllten, nassen Haaren. Das ist geil. Das ist richtig geile Scheiße. Genau, weil diese Farbe schon, die muss immer top bleiben. Ja. Einmal waschen und wir müssen schon wieder was machen. Ja. Das muss richtig glänzen. Richtig. Intensiv. Ich gebe dir auch heute Glanzspray mit. Okay, einfach draufsprühen. Okay. Einfach draufsprühen. Das bin ich mit Schwarz. Okay. Leute. Mit?
Sie hat gerade gesagt, in 20 Minuten sitzt sie so lang. 20 Minuten, Leute, das ist der Vorteil von Tape Extensions. 6 Stunden saß ich da, mindestens 6 Stunden. Einfach 20 Minuten, halbe Stunde, 40, das war's, du bist raus, du hast lange Haare. Ist angebrochen. Ich habe original 3 Stunden gebraucht. Ich weiß nicht wofür, aber ich muss noch rausfinden, wie ich mich mit dunklen Haaren genau schminken muss, welche Töne ich benutzen kann, wie ich mich anziehen kann, was für ein Augenbrauenstift. Ich habe jetzt einfach den dunkelsten Augenbrauenstift von Anastasia geholt, bei Douglas. Ich muss mal gucken, ob ich das mag. Das ist dieses, okay, es ist fast schwarz, es ist so ein dunkelgrau kühler Ton, genau so ungefähr. Und ich muss halt voll rumprobieren, das ist voll ungewohnt. Ich fühle mich hart. Ich habe, glaube ich, an diesem heutigen Tag so viele Bilder gemacht, wie in den letzten 2 Monaten zusammen nicht. Also ich werde meine Haare auf jeden Fall schmeißen. Ihr werdet viele, viele Selfies von mir bekommen. Und ich werde erstmal gucken, wie lange ich mich wirklich damit fühle. Weil in diesem Moment, wo ich sage, ich fühle mich heute, genauso schnell kann der ganze Scheiß morgen wieder vorbei sein. Und ich werde mich morgen wieder nicht fühlen. Und das kennt ihr von mir. Das kennt vor allem ich von mir sehr, sehr gut. Das kennt meine Familie von mir sehr, sehr gut. Und deswegen werde ich mich hüten, jetzt irgendwas zu behaupten. Das, was ich aber allerdings machen werde, ist, glaube ich, meine Haare so auf Schulterlänge zu schneiden. Ich glaube, das ist mir ein bisschen für den Anfang zu viel dunkel, weil es eben lang ist. Und deswegen habe ich meine Haare auch irgendwie gerade so krüppelig nach hinten aus dem Gesicht gezogen, weil mir diese Masse an dunkler Farbe in meinem Gesicht noch nicht ganz gefällt, weil es wirklich sehr ungewohnt ist. Ich war, wie gesagt, knapp 6 Jahre eine Blondine. Ich will gar nicht wissen, wie das auf andere Menschen gerade wirkt, so radikal dunkel geworden zu sein, wenn es für mich schon so ungewohnt ist. Deswegen werde ich mal Stück für Stück gucken. Im Moment gar keinen Bock auf blond. Im Moment habe ich nur Bock darauf. Ihr werdet auf jeden Fall die Ersten sein, die erfahren, wenn ich wieder Bock habe auf blonde Haare bzw. helle Haare. Und eigentlich haben Abdjan und ich schon geplant, dass wir zum Geburtstag, also am 11. April, heute haben wir den 9. März und zum 11. April wollte ich eigentlich wieder blond sein, aber wir werden mal sehen. Ich merke allerdings, dass die Farbe auf meinen Naturhaaren oben ein bisschen heller ist als die in den Extensions, dass die da wärmer durchschimmert, die Farbe, und dass sie in den Extensions kühler ist. Also man merkt immer einen Haarunterschied von Extensions zum eigenen Naturhaar. Das eigene Naturhaar ist einfach wirklich viel, viel weicher. Ich kann mir echt vorstellen, dass das für viele gerade krass ist, dieses dunkle Gesicht zu sehen. Gewöhnt euch dran, weil so geht es erstmal voran, so geht es erstmal weiter. Ich freue mich über eure Kommentare. Ich freue mich über euer Feedback. Ich freue mich auch über Kritik, aber ihr wisst, mich juckt eh nicht. Schreibt mir auch, ob ihr euch auch so einen mutigen Schritt trauen würdet, behaupte ich jetzt einfach mal so, von ganz hell auf ganz dunkel zu gehen oder auch von ganz dunkel auf ganz, ganz hell zu gehen. Es steht vielen gut und anderen nimmt es so ein bisschen den Kontrast aus dem Gesicht. Und man sagt ja auch, dass je älter man wird, desto heller sollte man ein bisschen gehen, weil das Gesicht so ein bisschen weich zeichnet. Also es stärkt die Konturen nicht so unbedingt im Gesicht. Ja. Auf jeden Fall eine dunkelhaarige Shirin. Ich weiß, das ist voll ungewohnt. Ich muss mich immer, wenn ich mich kurz angucke, erschrecke ich mich mal kurz. Ich bin immer so, wer ist los denn? Naja, ich bedanke mich ganz, ganz herzlich bei Abja fürs Haarefärben, für diese wunderschöne Farbe und vor allem für diese schnelle und unkomplizierte Umsetzung. Und ich bedanke mich natürlich bei euch fürs Zuschauen. Ich hoffe auch, dass ihr mir nicht allzu sauer seid, dass ich euch so lange auf die Folter gespannt habe. Ich weiß, ich habe ein wenig gepusht, aber ihr kennt ja Pusherin bereits. Und ja, vielen Dank.